Ja, und weiter geht's nach langer Zeit mit James Bond Nightfire. Ja, nach meiner kurzen Auszeit werde ich jetzt mal wieder anfangen, Nightfire zu spielen. Habe ich eine Waffe? Ja, ich habe eine Waffe. Dann nehme ich mal hier den Schalldämpfer und habe mal schön bürstig in den Kopf und da liegt er. So, dann laufen wir weiter. Und Dedin, dieser dedin. Klo, Sie nehmen den Q-Haken-Nummern der Seite des Boah, Kabels nette entgegen. Waffe. Zugegeben, er ist noch nie auf einer nassen Oberfläche getestet worden, aber Aber hören die, Sie glaube ich, mal. kann ich jetzt gar nicht benutzen, die Waffe. Dann werde ich mal jetzt weitergehen hier. Muss man jetzt hier hin, oder? Aha. James Bond-mäßig die Wand hochklettern. Okay. Jetzt muss ich nur gucken, dass sie mich nicht entdecken. Das sind mich bestimmt Leute. Der guckt eh nur geradeaus. Hoffe ich mal jetzt. Ich vertraue mal auf die Spiellogik. Und definitiv sieht er mich nicht. Okay. Und was ist hier einer? Oh, da ist grad Typ. Oh, schnell Beeilung, bevor sich umdreht. Knapp, ich hoffe, der hat meine Füße nicht gesehen. Okay. Da müssen wir weiter nach rechts. Dann können wir jetzt mal wieder laufen. Oho, bin ja bewaffnet. Aber oh, komisch, dass sie mich nicht sehen. Naja. Okay. Oh, hör doch mal auf zu laufen. Bitte sehe mich nicht. Genau. Das war knapp. Oh, so hoch noch. Und der steht da nur so rum. Aber man merkt, hier oben muss irgendwas Geheimnis sein, sonst würden die hier nicht alle mit Waffen rumstehen. Hier ist niemand. Und oha. Bin ich ja mal gespannt. Unbemerkt bleiben. Das wird also nicht mit dieser Waffe ausgeübt werden können. Ja, eh keine Zivilisten mehr da. Reingeht's in Marys Büro. Okay, hier ist niemand. Was haben wir hier? Den Q-Wurm raufladen, wieso auch immer. Und jetzt Terminal. Ich glaube, das Passwort, was er sagte, war Afterburn. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir das eingeben Das muss die müssen. Tür zum Terminalraum sein. Hoffentlich passt Mayos Schlüssel. Und der Schlüssel passt. Und wir müssen mal wieder hacken, wie immer. Und die Tür geht auf. Okay, dann laufen wir hin. Und ich nehme mal die Waffe weg, bis jetzt mal kommt.
Afterburn. Okay, gibt das automatisch ein. Wow. Verdammt. Jetzt keine Muni mehr oder was? Das war jetzt gerade voll der Bug. Aber ich kann dieses Spiel nicht mehr. Okay, ich werde jetzt sicherlich verkacken, weil ich, das war jetzt nicht geplant, dass ich so viel Leben verliere. Sie haben die Nightfire-Daten ausgezeichnet. Bevor Sie das Gebäude jedoch verlassen, müssen wir uns noch eine genauere Vorstellung darüber verschaffen, was Drake plant. Platzieren Sie eine Wanze im Konferenzraum und eine in Drakes Privatbüro im Penthouse. Vielen Scheiße, ich habe nur zwei Leben. Aber wir die platzieren, okay? In dem Konferenzsaal liegt eine Waffe unter dem Tisch. Naja. Das haben wir schon gemacht und jetzt müssen wir in das Penthouse. Mal gespannt. Ach, hier ist der Ausgang. Das ist ja einfach. So, aber ich habe nur noch zwei Leben. Du musst hier raus, James. Das ist deine Falle. Das habe ich mir schon zusammengereimt. Du verstehst nicht. Drake könnte Mayu Safe ohne das Kennwort nicht öffnen und er wird dir die Nightfire-Dateien keinesfalls überlassen. Diese Treppe führt direkt zum Hubschrauberlandeplatz. Das ist deine einzige Chance zu entkommen. Dominik, wenn Drake dir auf die Schliche kommt... Glaubst du, du bist der einzige Spion, der sich jemandes Vertrauen erschleichen kann? Bitte, James, geh jetzt! So. Niemand zu Hause. Hallo. Wohl nicht. Drake ist wohl nicht zu Hause. Dann sehen wir, dass Penthouse verwachst. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Ein Hubschrauber. Wo kommt der Hubschrauber jetzt her? Wollen die mich verarschen? Die klemmt. Oh, das ist jetzt offen hier. Schnell bei einem, bevor der hier reinschießt. Ein bisschen Muni holen und hier kommen wir nicht ran, so ein Scheiß. Wow. Ich würde sagen, wir sollten hier mal schnell Deckung suchen. So. Das ist hier immer noch nicht offen, ey, so ein Scheiß. Ach Mensch, ey, dieser Helikopter geht mir echt auf die Nerven. Wo ist der denn? Oh, ich muss hier ran.
So ein Scheiß. Wo ist der Heli denn jetzt hin? Wieso habe ich kein Fadenkreuz? Oh yeah. Ja man, Grenade Launcher. So. Einen netten Raketenwerfer haben wir jetzt. Und da haut er natürlich ab. Mann. Das ist scheiße schwer, den zu treffen. Mann. So, dann geht's natürlich auch so. Kiko? Kiko, wo sind Sie? Tut mir leid, so hereinzuplatzen, aber würden die Damen mich vielleicht ein Stück mitnehmen? Okay, also alternative Landung. Und wir haben das Level geschafft. Yippie. Wir haben das Nightfire-Material ausgewertet, das Sie letzte Nacht gesichert haben, 007. Es enthält ziemlich beunruhigende Fakten hinsichtlich eines abgeschalteten Atomkraftwerks nicht weit von Tokio. Die Phoenix Corporation wurde mit der Entsorgung des radioaktiven Materials der Anlage beauftragt. Wir vermuten, dass in den Gebäuden insgeheim umfassende Bauarbeiten durchgeführt wurden. Ihr Auftrag lautet, die Anlage zu infiltrieren und herauszufinden, was Drake dort versteckt. Wie immer, 007. Viel Glück!